Moin, mein Name ist Nico der Profi und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Was bedeutet neues Projekt hier auf dem Kanal? Wir werden uns nach und nach im Singleplayer die einzelnen Maps durchnehmen, die es eben bei ARK so gibt, und wir versuchen das in so kurzer Zeit wie möglich sozusagen zu schaffen, also jetzt nicht ewig zu brauchen, sondern eben zielorientiert zu arbeiten, damit das Ganze eben auch was wird. Wir haben jetzt in den Streams schon, da kommen schon die ersten Viecher angeflogen, Wahnsinn. Wir haben in den Streams jetzt schon The Island eigentlich durchgespielt und auch schon ein paar Bosse zusammen gemacht mit der Community, also mit den Leuten, die halt auch im Server auch gespielt haben. Und da das Ganze jetzt vorbeigeht, aber ich irgendwie auch noch was zu tun hätte auf dem Server, aber irgendwie niemand mehr drauf spielt und so weiter, habe ich mir einfach gedacht, dass wir das Ganze auch einfach jetzt im Singleplayer machen können. Das ist dann für mich auf jeden Fall ein bisschen entspannter, beziehungsweise ich habe auch eine neue Herausforderung hier auf dem Kanal. Ich mache zwar sehr, sehr gerne die Tutorials und Guides und lese da auch sehr, sehr gerne eure Kommentare zu und beantworte auch gerne Fragen dazu und freue mich auch immer, wenn ich euch da weiterhelfen kann, aber ich brauche mal ein bisschen Abwechslung nebenbei und das wird jetzt das Projekt sein. Das heißt, wir werden jetzt hier alles uns vornehmen. Die Bosse werden wir machen, wir werden die Tech-Höhle machen, wir werden den Boss machen, der dann in der Tech-Höhle ist. Also all das, und das machen wir relativ zügig, so zumindest der Plan. Ich werde euch hier keine Parts hochladen, die komplett ungeschnitten sind, sondern es wird immer geschnitten sein. Mit ein bisschen Musik im Hintergrund, damit das Ganze auch ein schönes Produkt am Ende ergibt. Beziehungsweise Produkt ist vielleicht ein großes Wort, aber es wird auf jeden Fall ein cooles Projekt werden. Und noch ein paar Infos vielleicht nebenbei, die für euch relevant sein könnten. Wie spiele ich das Ganze? Also ich bin auf jeden Fall im Singleplayer unterwegs. Wir brauchen noch ein bisschen Stroh. Kann ich nämlich meine Axt bauen. Und zwar sind die Werte wie folgt eingestellt. Also wir sind im Singleplayer unterwegs. Das heißt, ich habe also alle Einstellungen eigentlich auf Standard gelassen. Den Schwierigkeitsgrad, nur das Maximallevel wurde auf 150 gesetzt. Zähmen ist bei mal 5, Ernten ist bei mal 2,5 und dann wurden noch angepasst der Eierlegeintervall auf 0,7, Paarungsintervall auf 0,005, Schlüpfgeschwindigkeit auf 50 und die Wachstumsrate der Dinos auf 90, weil ich einfach alleine hier bin und nicht so viel Zeit dann in die Zucht stecken möchte, weil das einfach ein sehr, sehr großer oder aufwendiger Teil ist. EP ist bei 1 geblieben und wir sind jetzt hier bei Süd 3 gespawnt auf The Island. Ich verteile erstmal meine Werte auf Bewegungsgeschwindigkeit auf jeden Fall, damit ich vor fiesen Viechern schneller wegkomme und da schon mal den Vorteil habe. Das Ganze ist also auch so gedacht, dass eben die Anfänger, die wir jetzt hier auch auf dem Kanal haben, beziehungsweise wir haben eben extrem viele Anfänger auf dem Kanal durch die Tutorials, was auch wunderbar ist. Da freue ich mich auch drüber, dass ich da weiterhelfen kann. Dann könnt ihr das Ganze so benutzen als Let's Play, wo ihr nebenbei eben auch selber mitspielt und für euch vielleicht Inspirationen finden könnt, was ihr nebenbei noch so machen könnt. Denn das waren ja auch so Fragen, die auf jeden Fall kamen. Was mache ich denn jetzt ab dem und dem Level? Oder wie sieht denn das Ganze aus mit der Vorbereitung auf Bosse? Und wie ist das Endgame und so weiter? Und das werdet ihr hier auf jeden Fall alles sehen. Und wenn ich hier Dinge mache, die würdig sind, irgendwie ein Tutorial dazu zu erstellen oder ein Guide dazu zu machen, dann wird dazu parallel auf dem Kanal auf jeden Fall auch was kommen. Also müsst ihr euch da auf jeden Fall auch keine Sorgen machen. Und das ist das, was ich meinte. Fiese Viecher, es sind schon zwei Raptoren jetzt vor uns. Versuche jetzt erstmal schnell zu leveln. Also das Ziel ist jetzt für mich erstmal so schnell wie möglich zu leveln. Ich würde gerne heute noch ein Para bzw. ein Trike bekommen. Das heißt, wir nehmen uns auch pro Folge immer noch was vor, etwas Größeres, damit auch wirklich was passiert. Und ich level noch mal ein bisschen, damit ich vielleicht ein bisschen Rüstung noch bekomme und generell einfach ein paar Engramme noch freischalten kann, wenn die Raptoren da jetzt sind. Weil mein Plan ist jetzt aktuell hier unten bei Süd 3, ich zeige euch das mal auf der Karte, wo wir uns befinden aktuell. Gut, der Markierer ist aus. Muss ich noch einstellen, wir sind quasi an der Pflanzenfresserinsel, also da ganz in der Nähe, die ist da hinten. Und hier sind eben viele Explore-Nodes, die wir ablaufen können und dadurch können wir schnell leveln. Die nehme ich auf jeden Fall dann alle mit, die Level. Oder wo kommen die denn auf einmal her, die habe ich gar nicht gesehen. Tatsächlich ist halt Süd 3 auch nicht die sicherste Zone. Muss man einfach mal sagen. Leider habe ich noch keinen Speer. Ich versuche einfach mal mit der Axt gegenzuhalten. Wir sind ja auch nicht so hoch vom Level. Könnte was werden. So, der erste ist weg. Würde jetzt mal versuchen, dass wir den anderen vielleicht auch noch bekommen, je nachdem, welches Level der hat. Ach, das sind sogar noch zwei. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das wird jetzt ein bisschen schwierig dann natürlich. Der ist schon direkt tot. Sehr schön. Leider nur Level 2. Beziehungsweise jetzt leider. Zum Glück nur Level 2. Den anderen kriegen wir auch noch down. Na komm. Nein, nein, das darf nicht passieren. Ich werde mich mal versuchen, heranzupirschen. Problem ist halt, wenn er seine Attacke macht. Und das ist eigentlich schon, wenn sich ein bisschen näher ranbewegt, ist er eigentlich schon zu nah dran und könnte eigentlich schon versuchen, auszurasten und Ark abzuziehen. Versucht trotzdem mal, ja, sag ich's doch. Das war jetzt wirklich so eine Millimeter-Entscheidung von ihm. Vielleicht finden wir irgendwas, wo er sich darauf ziehen lässt. Bin aktuell noch zu langsam für ihn. Hier ist ein Dilo. Ich glaube, die kämpfen dann eher zusammen, als dass sie gegeneinander kämpfen. Hier ist eine Schildkröte. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt weglaufen. Der hat jetzt erstmal keinen Bock auf uns. Das war der letzte Raptor, der hier unten rumgelaufen ist, bin ich der Meinung. Es regnet jetzt. Sehr schön. Wir haben auf jeden Fall allen Kram wieder. Das heißt, wir laufen jetzt mal hier runter und machen uns jetzt mal auf Explorer-Node-Jagd.
So, wir sind da, wir sind jetzt hier quasi. Ach, die gibt's gar nicht mehr. Na, das ist ja mega nice, wenn ich sie im Multiplayer aufgenommen habe, dass ich sie jetzt hier nicht mehr aufnehmen kann. Dann ändert sich der Plan so ein bisschen. Das heißt, ich muss jetzt nochmal komplett rüberlatschen. Ich werde trotzdem versuchen, irgendwie zu leveln. So, wir haben jetzt das passende Level erreicht für den Sattel vom Para. Das ist Level 9. Und wir haben direkt einen vor uns. Der ist zu uns gelaufen, als ich die ganzen Fundamente gebaut habe. Wir werden den jetzt einfach mal bolern. Der ist Level 24 und hauen da jetzt mal mit der Schleuder rauf. Der müsste dann auch gleich umfallen. So, sehr schön. Das sah zwischenzeitlich so aus, als hätte das Leben ganz, ganz knapp auf 27,3 von 320. Wir ziehen mal die Mecho-Bären einfach rein. Das müsste sehr, sehr schnell gehen mit dem Zähm. Und derweil crafte ich dann schon mal den Sattel. Vor uns steht da auch schon. Musste eben nochmal ein bisschen farmen gehen. Den können wir natürlich noch umbenennen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Und wir können auch mal den Sattel drauf packen. Sieht noch besser aus, auch mit dem Skin drauf, den man sowieso immer freigeschaltet hat bei Ark. Können wir mal ein Fundament setzen und darauf einfach dann unseren Mörsern Stöße setzen. Ich hoffe, ich habe noch genug dabei, um irgendwie was zu bauen. Also einmal das Fundament hier hinknallen und dann Fundament und Stöße. Fundament und Stöße. Mörser und Stöße, meine ich. Ah, warte, welcher ist das? Ah, verdammt. Das ist der falsche. Egal, dann können wir die halt nicht aufsammeln. Dann nehmen wir jetzt zweimal den Nicht-S-Plus-Mörser und Stöße. Einfach mal hier hin. Wir nehmen mal die Hälfte hier. Knallen die eine Hälfte hier rein, die andere dort. Ganz, ganz wichtig. Auch hier wieder die Hälfte einfach nehmen. Einmal rein. Konsumgüter, Medikamente und einmal 104 davon herstellen. Hier nochmal dasselbe Spiel. Neues Level. Sehr schön. Das hau ich auch nochmal in Bewegungsgeschwindigkeit rein. Das ist immer so ein bisschen der Struggle momentan. Ob jetzt Gewicht oder Bewegungsgeschwindigkeit. Aber Bewegungsgeschwindigkeit finde ich momentan irgendwie am sinnigsten. Dann machen wir uns den Bogen und den Steinpfeil dazu. Unser Level geht auf jeden Fall gut hoch. Es sind schon zwei Stück dazugekommen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich werde nochmal ein paar Pfeile craften. Ich habe jetzt erst 15, damit wir noch ein bisschen mehr Fleisch holen können, damit das Level noch schneller ansteigt, beziehungsweise noch länger, damit wir uns auf jeden Fall noch einen Triceratops holen können. Aber vielleicht können wir auch ein paar Fleischfresser erlegen. Ich dachte gerade, hier wäre ein Sarko, weil das ist mir auch schon passiert, dass hier ein Sarko war und mich dann komplett zerlegt hat. Ich war kurz erschrocken auf jeden Fall. Oder da sind jetzt die Raptoren. Die ging leider kaputt. Nach hinten den Sprung ansetzen. Ich habe jetzt leider die... Oh, was ist jetzt los? Oh, ich habe gerade davon... Nein! Ich habe gerade davon gesprochen. Da kommt ein Sarko an. Ich muss irgendwie irgendwo hochkommen. Kämpft er gerade mit denen? Nein, er kommt mir hinterher. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Dafür bin ich nicht ausgelegt. Ich habe kaum noch Leben, glaube ich. Das halbe Leben ist noch da. Ich bin erschöpft. Verdammt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich habe noch keine Narko-Pfeile. Das heißt, ich kann einfach noch nicht so viel dagegen jetzt machen. Vielleicht kriegen wir den Sarko ja down. Da ist er wieder im Wasser. Da ist er auf jeden Fall überlegen. Aber vielleicht, wenn ich hier auf den Stein drüber gesprungen komme. Das sieht schon mal ganz gut aus. 48 Pfeile. Nimmt auf jeden Fall die Fährte auf. Oh, er kommt hier hoch. Er ist Level 4 nur. Er ist nur Level 4. Das könnte für uns ganz gut ausgehen. Ja. Leider nicht. Gehen jetzt mal mit unserem Para rauf. Den müssten wir mit Level 4, das ist ein Level 4 Sarko, den müssen wir mit unserem Para wegkriegen. Wir dürfen da jetzt nicht so viel Damage nehmen. Und der muss auch schon gut einstecken. Wir mischen gleich mal ein bisschen mit ein. Auch wenn ich mich eigentlich nicht ins Wasser begeben möchte, um dagegen ihn zu kämpfen. Ich muss auch gucken, dass ich den richtigen treffe. Da muss er jetzt die 8 zwischen den... Sehr schön. Da ist der Tohut. Gar keine Chance. Also, Para nächstes Mal mitnehmen. Den sterbe ich auch nicht so oft. Wir holen uns mal das ganze Fleisch raus. Oh, es gibt hier Prime Meat. Theoretisch könnten wir damit jetzt die Raptoren versuchen zu kriegen. Ich muss den mal eben, glaube ich, auf Passiv pfeifen. Das sind ja zwei Stück da vorne. Wir nehmen den mal hier auf Passiv eben. Ah, wobei, ich möchte mal kurz wissen, ob der scannt hier. Nämlich mit der rechten Maustaste kann man scannen. Ich frage mich jetzt... Ah, okay. Nice. Damit kann man also auch sehen, wo dann sich die feindlichen Dinos befinden. Also die feindlichen, ne? Also die uns jetzt hier potenziell schaden wollen. So, den haben wir mal auf Passiv gepfiffen. Wir haben jetzt hier vor uns einen Dilo und zwei Raptoren. Wenn ich mit der Bola schnell genug bin, dann könnte es passieren, dass wir einen davon kriegen. Wir müssen jetzt gucken. Ah, die kommen natürlich gleichzeitig. Ah, das ist natürlich ganz super. Und nein, leider nicht. Und der macht auch viel zu viel Schaden. Ah, ich hab's geschafft. Hoffentlich kippt er um. Kipp um. Er kippt nicht um. Ich hab keine Bola mehr. Ich craft eine neue. Was macht der? Craft gerade eine neue? Ja, er läuft weg. Und was macht er? Er setzt einen neuen Angriff an. Okay. Der andere auch. Ach, sehr schön. Wir killen erstmal den hier. Ich kann leider keine neue Bola mehr machen. Der müsste doch gleich mal umfallen. Er fällt um. Ja, sehr schön. Und du bereicherst dich hier nicht an meinem Dino. Ach, ist er jetzt tot oder ist er betäubt?
Betäubt. Komm mal runter. Lauf mal hier hin, bitte. Brauchen wir das Prime Meat? Brauche Prime? Geben Sie mir das Prime. Der ist zwar auch vom Level halt, ne? Level 13, was wäre der gewesen? Level 3. Und macht so viel Damage einfach. Es wird Zeit für eine Lederrüstung. Sollte auf jeden Fall auch super schnell gehen bei ihm. Ja, der ist dann mit einmal auch gezähmt. Sehr nice. Brauchen wir noch einen Namen für den Raptor? Entweder denke ich mir welche aus oder ihr schreibt welche in die Kommentare.